Einen wunderschönen guten Mittag. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hi. Wir haben seit vorgestern eine KitchenAid. Wir haben sie noch nicht benutzt und ich werde sie jetzt ausprobieren. Ich habe nämlich extra nachdem sie da war, Äpfel gekauft, weil ich einen Apfelkuchen backen möchte. Und ich wusste, das ist eigentlich perfekt, irgendwas, wo nichts schief gehen kann, damit dann dieses Ding auszuprobieren. Das Rezept verlinke ich euch. Es klingt sehr vielversprechend. Ich baue jetzt erstmal dieses Gerät auf. Ich habe es halt schon mal angemacht, aber das war es dann auch. Ich hoffe sehr, dass es den Backvorgang grundlegend vereinfachen wird. Und ich bin super gespannt. Ich freue mich mega, mega darüber. Ich finde die auch einfach super, super schön. Wir haben auch ein bisschen Zubehör, so ein Fleischwolf und noch eine extra Schüssel, dies und jenes. Und ich freue mich sehr, 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 sehr dolle darüber. Der Apfelkuchen ist fertig. Ich nehme den jetzt mal raus und lasse ihn abkühlen und dann machen wir einen Geschmackstest. Dieses wundervolle Eckstück wird jetzt mal probiert. Ich drehe mal die Kamera um. Ich bin mir sehr sicher, dass es ein Kuchen zum Abbeißen ist. Mehr oder weniger. Ich finde den auch sehr lecker. Das mit dem Karamell an Gebäck mag ich sowieso. Der Apfel macht das Ganze richtig schön saftig. Ich finde die Küchenmaschine sehr toll. Und ich freue mich auf das Weihnachtsbacken mit der Küchenmaschine. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe vor einer leeren Kellerkammer. Es ist leider nicht unsere. Wenn wir euch gleich unsere Kellerkammer zeigen, dann denkt ihr bestimmt, oh mein Gott. So wäre es natürlich ideal, aber so ein, zwei Sachen dürfen wir schon haben. Wir sind jetzt hier, um auszumisten. Ein, zwei Sachen dürfen wir schon da. Reduziert das mal auf ein, zwei Sachen, was ihr so da. Naja, manche Sachen kann man ja nicht wegtun. Ich zeige euch jetzt mal unsere Kammer. Also, hier steht diese blöde Tür. Seht ihr das? Die ist halt einfach komplett voll und hier oben fällt sogar schon was fast raus. Was sind das für Geräusche? Oh, hören uns jetzt die Nachbarn zu? Ja. Cool. Dann werden wir uns jetzt mal ans Werk machen. Ich glaube, wir werden nicht fertig. Aber ich denke mal, dass wir schon viel irgendwie sortiert bekommen.
ein ganzes Stück weitergekommen. Wir haben jetzt hier Müll, also abgesehen jetzt von Tims Handy vielleicht. Ganz viel Müll. Wir müssen zum Wertstoffhof fahren. Da vorne ist so Zeug, was mit hochkommt. Das ist unsere Weihnachtsdeko und das ist halt anderes Zeug, was mit hochkommt. Und ansonsten haben wir jetzt hier halt, ich bin echt unfähig, so eine Sortierung. Das sind alles Sachen, die entweder, also hier ist eine Kiste für Philipp, hier ist eine Kiste für meine Eltern, der gehört meiner Oma, das haben wir bei eBay reingestellt, das haben wir bei eBay reingestellt, das gehört Tims Eltern, der Stuhl kommt zu meinen Eltern, das ist für Philipp, das ist für Philipp und so Zeugs. Und dann ist hier hinten, hier das hier ist noch für Leo und dann ist hier hinten wirklich nur noch unser Zeug. Das hier müssen wir auch irgendwann mal noch einzeln reinstellen. Das sind ganz viele verschiedene Kissen und so. Und das hier ist jetzt so noch unser Zeug. Hier hinten steht noch der Wickeltisch. Und ansonsten, wir haben hier mega viel Platz. Wir können bis hier hinten hingehen, kommen überall ran. Und es ist auf jeden Fall viel aufgeräumter. Ich finde es sehr schön. Wir haben auch schön aussortiert, finde ich, so allgemein. Wir hatten halt auch so leere Kartons und sowas, was man halt absolut nicht braucht. Wir müssen das jetzt mal alles ins Auto quetschen und einen Wertstoffhof suchen. So, jetzt kommt der Test der Küchenmaschine bezüglich was Herzhaftem. Wir haben auf der KitchenAid-Seite Pizzateig, also ein Rezept für Pizzateig rausgesucht, was ich jetzt mal machen werde. Und ich zeige euch dann mal, wenn das hier alles drin ist. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, welches von den beiden Teilen hier ich nehmen muss. Dann zeige ich euch mal, wie das gerührt wird und wie denn der Teig aussieht. So, wir haben Teig geformt und den mit Tomatensauce bestrichen. Der backt jetzt im Ofen. Und hier oben haben wir schon also Reibekäse, Pizzagewürz. Ich habe richtig süße kleine Mozzarella-Herzen, Tomate und Paprika. Und das werden wir dann, wir werden die dann gleich noch mehr drauflegen und dann belegen. Man muss es bloß, das steht hier, 10 Minuten backen. Dann belegen und dann noch weiter backen. Einfach weil der Teig ja jetzt viel länger braucht, als wenn man so einen fertigen Teig hat. Einen wunderschönen guten, naja, man kann sogar schon fast Mittag sagen. Ich habe im letzten Video, nein, im vorletzten, ich bin gerade verwirrt, angekündigt, dass es jetzt mehr Vlogs geben wird. Und dann waren, glaube ich, 2 Wochen wieder Pause. Der Grund ist, mich hat es total erwischt. Ich hatte die Grippe oder sowas. Mir ging es richtig schlecht. Eine Woche lang, oh Gott, die Erkältungssymptome, also Husten und sowas, ist noch nicht weg, aber ich habe wieder mehr Energie und ja, heute früh habe ich dann gleich erstmal mit Karl mega verpennt, deswegen war er dann kurz vor 11 erst im Kindergarten und ich habe super viel zu tun heute und habe jetzt aber viel weniger Zeit, aber ich wollte unter anderem euch mal unsere Weihnachtsdeko zeigen und ein paar Geschenke, die schon angekommen sind. Ich habe gestern mega viele Geschenke noch bestellt. Die sind natürlich noch nicht da. Die zeige ich dann so nach und nach. Ich muss nur dran denken, dass ich immer vorher sage, wer, zum Beispiel meine Schwestern, die gucken meine Videos und dass die dann ausmachen sollen. Sonst sehen die ja schon ihre Geschenke. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Ich zeige euch jetzt mal das, was ich euch zeigen wollte. Zum einen die Geschenke. Also wie gesagt, es ist echt noch nicht so viel da, aber das, was da ist, zeige ich euch schon mal. Also für meine, achso, jetzt bitte meine Schwestern ausschalten, danke. Für meine eine kleine Schwester habe ich dieses Buch hier, sie liest sehr, sehr gerne und so wie ich früher. Ich habe auch tausende von Büchern verschlungen, wirklich, und ich dachte, das könnte ihr vielleicht gefallen. Dann haben wir hier, ich zeige euch jetzt mal nur den einen hier für meine Oma, so Fotokalender mit Karl gemacht, also wo Karl drin ist, also Bilder von Karl, mal mit uns, aber viele Bilder auch nur er. Und ja, das ist eigentlich so Tradition, gibt es eigentlich jedes Jahr für meine Oma und meine Eltern und so, genau. Wer sich noch an meinen Primark-Haul erinnert von vor kurzem, da habe ich mir eine Jacke gekauft, diese hier. Ich habe die eigentlich auch sehr gerne angehabt und relativ häufig, aber als meine andere kleine Schwester dann vor kurzem mal für eine Woche hier war, hat sie die Jacke die ganze Woche angehabt und hat sich so in die Jacke verliebt und ich dachte mir so, wie cool wäre es denn,
wenn ich ihr die dann einfach schenke. Also wir waren zusammen bei Primark nochmal. Da hätte ich eigentlich auch einen Haul trinken können. Bin ich echt ausgerastet, was Karl-Sachen angeht. Da habe ich mega viel gekauft. Jedenfalls hatten wir da geguckt, aber die gab es nicht mehr. Sonst hätte sie sich die nochmal gekauft. Weil der Punkt, dass es die nicht mehr gibt, macht das Ganze noch besser als Geschenk. Und deswegen habe ich die jetzt gewaschen und werde ihr die verpacken. Und ich glaube, sie freut sich mega, weil sie überhaupt nicht damit rechnet. Genau, das ist hier diese flauschige Jacke. Und dann habe ich für sie noch so Pralinen gefunden, die ich auch sehr, sehr lecker finde. Genau, und dann haben wir hier noch ein Päckchen von Amazon. Das kam vor 2 Wochen oder so. Ich habe es immer noch nicht aufgemacht, weil da ist ein Geschenk für Karl drin. Ne? Und es ist halt ein bisschen schwierig. Wir müssen das halt, also können das ja nur auspacken, wenn Karl nicht da ist. Beziehungsweise wenn er halt schläft oder so. Und das haben wir total verpeilt. Und zwar ist es eine Duplo-Rennbahn, was auch immer. Mit so Autos, die kannst du zurückziehen und dann fahren die los und so ganz vielen coolen kleinen Equipment hier wie so zum Auto waschen und hier diese Boxengasse und so. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich glaube, ich packe das wieder in den Karton, weil es ist so groß und er darf es ja nicht erkennen. So, und jetzt habe ich hier noch einmal Geschenkpapier. Das habe ich, ich fand das total schön. Das ist vielleicht nicht unbedingt weihnachtlich, aber auch nicht jetzt irgendwie unpassend, finde ich. Das habe ich vom Teddy. Wir haben uns dieses Jahr neue Deko gekauft. Komplett, also nicht komplett, wir benutzen ein paar Kugeln, die wir schon da haben. Aber von den Farben her größtenteils, sowas hatten wir noch nie. Und zwar wird der Baum in schwarz-weiß, beziehungsweise so silber-weiß, aber hauptsächlich mit schwarzen Kugeln. Total cool, habe ich noch nie gesehen. Und die haben wir vom Roller, genau. Das sind jetzt die hier. Die sind also matt und glänzend. Das sind so mittelgroße, echt Glas. Oh Gott, die überleben noch nicht lange. Dann haben wir hier noch ganz große, matt und glänzend. Und kleine, matt und glänzend. Die gehören alle zusammen, ne? Genau, dann haben wir noch eine matt-schwarze Weihnachtsbaumspitze. Unseren Baum übrigens, den fällen wir, in ein bisschen weniger als einem Monat. Den fällen wir selber bei Tims Eltern im Garten, die haben ein paar Bäume da. Und ich finde das total spannend. Ich habe noch nie einen Baum gefällt oder zumindest war ich dabei, wo irgendwie mein Weihnachtsbaum gefällt wurde oder so. Ich freue mich da sehr drauf. Genau, und jetzt für die weißen Akzente, da haben wir hier solche Schneekristalle. Das haben wir, glaube ich, 3 Packungen. Die glitzern auch. Dann haben wir noch, Moment, das ist total verfitzt, haben wir noch 5 solche großen Sterne. Die sind echt mega groß. Das heißt, wir brauchen auch einen echt großen Baum. Dann haben wir, das habe ich schon wieder total vergessen, wir haben Lichterketten. Also diese ganzen weißen Sachen, die ich jetzt gezeigt habe, die sind vom Teddy. Dann haben wir hier so eine Lichterkette mit so kleinen Eiszapfen. Die ist dann eher für oben, die wird mit Batterie betrieben. Und wo ist die andere? Hier, das sind große Eiszapfen, die ist für unten, die ist dann mit Stecker. Die kann man, glaube ich, auch außen, für Innen- und Außenbereich, ziemlich krass. Genau, dann haben wir noch sowas hier, das ist jetzt so weiß und silber. Ich hätte gerne noch richtiges Lametta, was so runterhängt gehabt, aber das gab es jetzt nicht so richtig und wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Dann haben wir hier noch solche Schlangen in ganz weiß, die haben auch nochmal diese Schneekristalle dran, also da greift das, wird das Motiv wieder aufgegriffen, da haben wir davon Nummer 2 Stück. Und dann haben wir noch Kugeln, die sind auch vom Roller wieder, haben wir noch schwarz-weiße Kugeln, also 2 weiße mit schwarzen Punkten, 2 schwarze mit weißen Punkten, 2 weiße mit schwarzen Streifen und 2 schwarze mit weißen Streifen, genau. Und jetzt nehme ich mal die Kamera mit und zeige ich noch die Kugeln, die wir noch da haben, die wir noch verwenden, die gut dazu passen und dann räume ich das hier gleich alles wieder ein. Und zwar haben wir vor kurzem unsere Weihnachtskiste geholt aus dem Keller, als wir den Keller aufgeräumt haben. Und die Kugeln hier, das sind solche silbernen von Ikea, die werden wir auch noch nehmen. Also die mit dem Glitzer, das sind 2 Packungen, soweit ich das jetzt richtig sehe.
Genau, die kommen noch dazu. Dann ist hier irgendwo, ach ja, hier. Hier werden wir die weißen Zapfen raussortieren noch. Die werden wir auch ranhängen. Und irgendwo hier unten drunter ist Karls Plastik-Weihnachtsbaum. Den kriegt er wieder und dann kann er wieder hiermit schmücken, wenn er das möchte. Hier ist noch so ein Lametta, das kann er auch haben. Das ist so auch so was, was ich gezeigt habe, so eine Schlange. Genau, das kann er auch noch mit ran machen bei sich. Genau, und das ist jetzt erstmal so farblich unser Plan. Ich habe hier auch einen total schönen Strauß von Tim bekommen, als ich jetzt krank war. Und da habe ich noch ein bisschen Weihnachtsdeko reingetan. Die hing eigentlich erst hier. Ich habe die hier so rumgewickelt. Aber die Lampe wird so warm, wenn man die anmacht. Und dann konnten wir die Lampe nicht mehr anmachen. Deswegen habe ich die jetzt erstmal hier reingetan. Die wird bestimmt auch noch irgendwo vielleicht hier bei der Olive oder so da so rumgewickelt oder sowas. Ja, ich konnte nicht widerstehen, auch wenn wir dieses Jahr eigentlich keine rosa Deko haben, aber ich musste sie einfach mitnehmen. An der Stelle möchte ich das Video beenden, wo ich bin immer wieder fasziniert, wie überbelichtet hier der Hintergrund ist, wenn ich ja am Schreibtisch sitze beim Schneiden und dann filme. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, ich zeige euch dann, wenn die anderen Geschenke da sind, die alle soweit, wenn wir dann den Baum fällen, nehme ich euch mit. Ich gebe mir große Mühe, zumindest dran zu denken. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst einen netten Kommentar da. Falls ihr schon Pläne habt, wie ihr euren Baum schmückt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, vor allem so farblich, diese Farbkombis, das interessiert mich immer sehr. Weil dieses Jahr waren wir uns mega unschlüssig und wir wollten irgendwas, was wir halt irgendwie, was nicht so typisch ist und so. Irgendeine coole Kombi schwarz-weiß finde ich jetzt, also ist jetzt nicht so das Standardmäßigste. Genau, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so macht und ja, dann bis zum nächsten Video.